Willkommen, Freunde, zu Observer System Redux. Das Game soll rauskommen im November, glaube ich. 11. November oder so. Das ist jetzt die Demo-Version, die schauen wir uns mal an. So, wir landen hier. Hier ist Sue. Hier können wir einen Spind aufstellen. Soll ich hier durchkommen? Jeden Fall ziemlich psycho das Ganze. Adam? Ach du Scheiße. Da liegt auf jeden Fall eine Leiche. War der Ausnahmezustand. This is Azovsky, ID 656210. Can anyone hear me? Great. Fucking great. Okay, then. Maybe it's not him. Doesn't have to be. Operational efficiency restored. This is Azovsky 656210. Setting up a crime scene. Hier zum Aktivieren der elektromagnetischen Ansicht, okay. Also ich muss sagen, das ist schon nicht ohne hier, ne? Ich meine, dass du da einen Ausnahmezustand bekommst, wenn jetzt hier eine Leiche liegt, ja? I need to check the victim's compass for connections. Six million volts. Wasn't enough. Steuerungsstock. Können uns ja auch nicht bewegen, ne? Victim is equipped with an ID mixer. Identification not possible. Damn it. HN. Gotta start somewhere. Kompass haben wir uns auch angeguckt. Direkt zum Analyse des Objekts. Erratic cutting pattern. Indicating the killer was in a frenzy. Und dann hin. Jetzt keine Analyse. Doch hier. Blut. Controlled substance 45F. Better known as feed. You'd never touch this, Glenn. Irgendwas, ne. Ja, wir müssen zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. Zwischen Bio-Ansicht und... Hier noch. Den Schrank nur auf und zu machen. Okay. Alter, das sieht aber echt übel hingerichtet aus, ey, der arme Rechner.
Ja, ich meine, der arme Typ da auch, ne? Aber schon heftig. Steht in Nord. Habe ich hier irgendwas ignoriert oder so? Vielleicht heißt es auch, ich kann es ignorieren. Okay, das ist ja schon Bioansicht, das ist ja schon hier, das hatten wir uns ja schon angeguckt. Auch eine Analyse gemacht. Ah, hier ist auch noch was. Printed on real paper. An archaic for you. 1984. Verschwindet er mal wieder. Bei dem Typen habe ich, glaube ich, alles untersucht, ne? Ah, alles klar. Hier wahrscheinlich nochmal aufmachen. Also man kann auch mit der linken Maustaste greifen und dann schieben. War mir so auch nicht bewusst. Wenn das geschlossene Symbol kommt. Hier ist so eine Platine. Zu machen. Nee. Nee, nee, nee. Scheint erstmal nichts weiter zu sein. Wir haben eh auch noch als Ansicht. Ja, ich bin's vergessen. Mal die normale Ansicht. Hier können wir auch noch irgendwas öffnen. Ah, Schublade. Chiron Incorporated. High level clearance. Looks genuine, but it's expired. Drin. Die Schublade ist uninteressant. Aber die Ansicht mit E ist ganz genial. Da weiß man auf jeden Fall, man geht drauf zu. Das
weiß doch, siehst du, das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Und hier muss auch noch ein Hinweis sein. Opferdiene, okay. Collateral damage or evidence disposal? Quote eingeben. Ja. Wo soll ich den denn herkommen? Mittlere Maustaste, Heck. Mein Static Number. Ja, wie funktioniert das denn? Maus navigieren, linke Maustaste auswählen. Find Static Number, sagt er immer. Sucht. Sind aber alles Buchstaben, was ich hier sehe. Ab und zu auch mal eine Zahl, eine 8 oder so, kann das sein? Ist, glaube ich, mal eine 0, ne? Ja. Ich glaube, ich meine 5, die gleich kommt. Noch nicht ganz verstanden, wie es gehen soll, aber... Maus navigieren, linke auswählen, rechte, rechte abbrechen. Wir brechen ab. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, den Code rauszufinden. Grafischer Rahmen. Wunder, dass sie hier nicht sagt Ventilator. Das ist echt gut, also der scannt alles.
man hier so sieht. Hier muss ja auch irgendwas noch sein. Interessant, wie er das so macht, also was es alles für Möglichkeiten gibt. Sicherheitskontrolle. Trigger the security system. Must be a way to deactivate it. So, wir müssen das deaktivieren, ja. Guter Ansatz. Hier können wir auch viel abscannen, aber... Scheint er irgendwas noch zu sehen. Oder haben wir noch was, das ich gar nicht gesehen. The encryption is too complex for my hacking tool. I'm taking it with me. Might be able to decode it later. Okay, da haben wir was gefunden. You never cared about this stuff. Hier geht's ja auch noch auf. Ah, da waren wir auch noch nicht drin. Hat aber nichts zu sein. Okay, aber wir haben was gefunden, um was zu hacken. Jedenfalls hat er gesagt, er hat einen Chip gefunden zum Dekodieren irgendwie. So. Kann ich nichts anklicken, hier kann ich auch nichts anklicken. Okay, es macht ja Sinn, wenn hier die es sind vier Zahlen und hier die Verbindung sind. Also erstes hier. Nächstes hier. Hier und hier. Müsste man theoretisch aber mit der ersten anfangen. Das Komische ist nur, es ändert sich irgendwie nichts, also. Obwohl, er hat hier schon eine 4 stehen. Dann gucken wir mal, wie viel
hier hat er schon rausgefunden. Diese Maus navigieren, LMT auswählen. Warum kann ich jetzt nicht mehr hacken? 2, 3. Ne. 2, 1. Ja, toll. Warum kann er das jetzt nicht mehr hacken? Soll ich denn den Code herkriegen? Eine Bio-Ansicht, dass ich irgendwas... Irgendwie im Blut irgendwas hier geschrieben hat? Nee, ne? Prozessor. War hier noch irgendwas drin? Nee. Hier die Schränke? Ah, hier können wir auch Schränke aufmachen. Ich schlumpf. Hier nochmal rein. Nichts Auffälliges. Und ah, hier ist noch ein Badezimmer, das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay.
Bioansicht bringt auch nichts. Bodenplatte oder irgendwas. Ne, Lampe ist das. Steht immer ignoriert. Ja, wir haben nur die 4 rausgefunden. Ach! Fällt mir doch gerade was ein. 1984. Ich schlumpf. Das kein Hinweis ist. So, komm. 1, 9, 8. Ja. Also einen besseren Hinweis mit dem Buch hätten wir gar nicht bekommen können. Oh, sehr gut. Ich weiß, du bist ein beschäftigter Mann, aber sie wissen es. Komplikation. Innenstadt Inferno. I've deactivated the apartment security system, leaving the crime scene. Sehr gut. Ob wir das Ganze noch scannen können. Ja. Ja, dann müssen wir eigentlich aus dem Apartment wieder raus können, ne? This just doesn't feel right. You're still alive. I know it. And wait for the instructions.
sind wir denn hier gelandet? Attention, Thomas. Holocom-Konsole. Der Typ hat sich aber gut abgesichert hier. Peachy day. Oh, we sure do. Sadly, we're not in right now. But you can leave your message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Oh, I mean... Hi, this is Tom. And Irene. We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do. Sadly, we're not in right now. But you can leave your message after. Yay! Oh, I mean. Hier können wir nichts machen. Hier ist so ein Knopf. Die Tür ist auch zu. Haben wir gescannt. Handy auch scannen hier. Die Tür geht auf, okay. Was mich wundert, der Typ war so abgesichert hier in seinem Zuhause. Ich mir gar nicht vorstellen kann, dass da einer reinkommt und einen Knüppel ihn an überzieht. Da muss er den gekannt haben. So. 6 hat er schon rausgefunden. Die 6 ist ja schon mal gut. Jetzt die Frage, wie funktioniert das? Da war die 5. Können alle durchlaufen lassen sozusagen.
Hier unten hat er. Ah, okay. So funktioniert das. Ah, alles klar. Ja. Auch interessant. Weiß auch gar nicht, ob er das immer braucht. Dass er die alles kennt, aber. Kann ja nicht verkehrt sein. War das eben eine Ratte oder wie? 16:015. Janitor left the door open. Erinnert mich so ein bisschen an Saw, würde ich sagen. Hey, there you are. You. I remember. Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. Old the implants. Bad the implants. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate, accommodate, alleviate. Yeah, we all know how that last one used to work. Wer ist das überhaupt? Das ist. Take it, Rudy's the robot. Multifunction service and maintenance. Drone, don't lose it. What? Wanders off. Sometimes. Need to. Track. Manually. What can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Yeah. Maybe longer. Okay, not good with time. Das scheint ja wohl. Der Roboter, klar, sein Roboter. Das scheint wohl ein Angestellter mit Implantat zu sein. Alright, then, man. Let me know if it comes back to you. You keep records of your tenants. I need to match a name to an apartment. Register. Office. Authorized. Personnel only. I'm a police officer. That's authorized enough. I know what you are. Oh, yeah? Back during war, took one alive. Sent for one of you to get into his head. If you're worried I'm gonna snap, don't be. They don't even let us carry guns anymore. Not worried. Passed. Ja, wir sind ja auch keine Bedrohung. Wir wollen ja einfach nur raus, glaube ich. Passed. Most things. Frage ist nur, wie sind wir hier reingekommen? You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Barreled through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. Ja, ich muss gehen. Anyway, how about you show me that register now? Tenant. Name. All I have are initials. H and eight and
Madge. To Andres. Elena Novak. Apartment 104. Hannah Nader 106. Thanks. I might need to see the register later. Can I use your office? You can. Office. Unlocked. Don't make a mess. Ah, der hat die alle freigeschaltet, wo es vorher zu war. Da kann ich jetzt rein. Around. Can you give me access to the rest of the building? Assistance. Unstable. Unlocked. Das ist gut. Der lässt mich jetzt überall rein. Super. Thanks. Sorry, I didn't even get your name. I'm Dan. Name? Janus. Like a Roman god. You know. Good to meet you, Janus. Stay out of trouble. Out. 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 Need to get out. Ein lieber Typ, ne? Synthetischer Atemweg, ey. Das hört sich auch nice an. So. Können wir jetzt auch rein? Nanophage and I. Also ich dachte, da wäre eine Zahl hinten drauf. Ah, okay, hier ist eine 400, aber... Ach, hier können wir die Spinde noch öffnen. Aber nichts weiter drin, ne? Okay, er hat ja auch gesagt, Office 1, also jedenfalls erster Stock oder so. Ist zu. Ist im Keller. Gott, ich dachte schon, da hängt ein anderer Typ mit dem Bart. Was ist das denn? Gottes Willen, alles voller Computer hier. Mal alles mal scannen. Okay, wieder eine Holo-Konsole. Der hier für Sicherheitsvorkehrungen hat. Was steht da? Oh.
einfach zu. Okay. Ach, hier können wir auch. Was ist denn hier? Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Hier können wir uns auch synchronisieren. Was ist das? Okay. Ich suche Wohnung. Es gibt zwei weibliche Mieter mit den Initialen. Eine von ihnen, Hannah Nader, lebt in der 06 Wohnung 104. Ich suche Wohnung 106 und 104. Okay. Dann haben wir da ja schon mal einen richtigen Hinweis. 112. 105 ist, hier sind wir richtig. Wo ist ein Roboter, der irgendwie am Kopf liegt und rumstrampelt? Wie Durchbruch dahin, ne? Sieben, 105, 106. Ist aber zu. Miss Nader, I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right, Mrs. Nader. What do you want? Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. No compass? I thought pretty much everyone had one at this point. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind, and yes, I live alone. No spouse or daughter? Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called Mrs.? I'm a widow. My wife died many years ago, in the plague. Hmm. Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. Schon interessant irgendwie. Ich dachte, das ist ein Typ und der hat dann alle entführt oder wie auch immer. Aber das ist wohl ein Haus, dass die alle heutzutage so verschlossen leben hier. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm?
Would that satisfy your curiosity? Mrs. Nader, I'm just doing my job. Oh, yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away, one of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. So, nicht so überheblich. I'm not like that. No? Oh, so you don't work for the corporation? The very same people who took everything I ever had? Just because they pay me, doesn't mean they own me. Well, isn't that a pretty thought? You best get on with your duties, officer. I'm sure you have your hands full. So long, Mrs. Nader. Okay, voll. Da können wir nichts machen. Das Ganze nochmal scannen. Ja. So, und jetzt haben wir 104. Ist 105, der muss ja hier irgendwo 104 denn sein. Wenn wir da überhaupt hinkommen. Hier geht's raus. Hey! You! I can hear you out there! Help me, please! Da ruft einer um Hilfe. Ich soll ihm helfen, okay. Hundertvier sogar auf. Anyone here? Ist der Ausweis? Ist hier noch eine Tür oder so? Die wird ja nicht nur so gelebt haben hier. Ach du Scheiße. Dieses. A second victim, badly injured, but still breathing. Don't be afraid. I'm here to help. What happened here? Ich glaube, der kann gar nicht mehr reden, ne? Dispatch, this is Lazowski 656210. I got an emergency here. God damn it. Still no connection. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Er sagt immer, help me, ne? Don't try to talk. There's another way. Mit oder Maus zum Verbinden. Subject approved. Commencing neural interrogation. Da vibriert das Joypad gleich. Okay, jetzt sind wir bei ihm im Kopf drin, ne? Sein Chip auslösen. Geladen. Willkommen, Frau Novak. Du bist ein wichtiger Bestandteil deines Unternehmens. Deine Arbeit wissen wir immer zu schätzen. Entspannen und wahrheitsgemäß wie möglich antworten. Willst du, dass es deinem Heimatland gut geht? Ja. Möchten Sie die Welt verbessern? Ja. Möchtest du ohne Furcht leben? Ja. Möchten Sie eine produktive Beziehung mit Chiron aufnehmen? Ja.
Willst du dich anpassen? Ja. Republik ist deine Mutter. Chiron ist dein Vater. Eine Mutter liebt bedingungslos. Der Vaterstolz verlangt ein Opfer. Nimmst du Opfer in Kauf für das Geheim? Ja. Du wirst glücklich sein. Du wirst produktiv sein. Du wirst für das Geheimwohl arbeiten, während sie gehorchen. Ja. Bewertung des Objekts wird abgeschlossen. Antworten werden geprüft. Verhaltensmuster werden analysiert. Lebensentscheidungen werden bewertet. Warnung: Ehepartner des Subjekts. Strafregister wird geprüft. Keine Haftung für aktuellen Termin. Punktabzug unerbehrlich. Warnung ignoriert. Punktzahl berechnen. Gott, was ist das denn für ein Bewertungssystem? Glückwunsch, willkommen bei Chiron. Freue mich. So, jetzt bin ich hier bei Chiron, oder wie? Diese schwebende Stühle oder schräge Stühle kommen mir irgendwie bekannt vor. Meine Ansicht kann ich jetzt hier auch gar nicht. Also mit E oder so, es funktioniert nicht. Hier nur auf die. Diesem Albtraum entfolgen. Das ist ein ekliges Gefühl, wie die hier rumlaufen. It's called soup. Now dig in. It's not getting any better. So, wir auch abgefahren, das Game. So, am 11. November erscheint das. Observer Redux Gameplay. Jawohl. Inspect through surveillance. Jetzt im Fahrstuhl oder? Wir werden gerade gescannt. Sie angehört wie ein Fahrstuhl eben. Patientenkarte durch Druckbereit. Einstellung für automatisches Drucken. Wieder abgefahren ist hier. Was ist der Typ, der hier gerade so rumquatscht? Thank you.
möchte ich aber kein Polizeiermittler sein, wenn ich das hier sehe. Tausend Waschmaschinen. Need to get out. Waschmaschine, die sind, erinnern mich so an diese Röhrenfernseher, die man in Spiele auch immer einbaut, die auch mal gruselig sind. System drin und bin keine Analysen irgendwie machen. Hier rum Apfel. Congratulations, you are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. Are you sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Aber was genau passiert ist, habe ich bis jetzt immer noch nicht gerafft. Is this? The hell did you do to yourself? Don't even start. I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? Oh, you don't know. Die Frage ist, was soll das eigentlich auch, ne? Ich meine, er ist Polizist und soll ermitteln und dann ist er hier in so einem abgefahrenen System gefangen, irgendwie? Irgendwie komisch. No, please. Tell me again how useless I am. How I can't keep a job, because no one will hire a fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? Manche Dinge kann man nicht verstehen. Aber ist ja krass, wenn sich jemand hinsetzt und ein Game entwirft. Ist ja kein Ding, aber irgendwie ein merkwürdiges Game. Whatever it takes. Mark my words. That shit is gonna be the death of us. Auch nicht so richtig. Können wir uns das runterladen, okay? Thank you.
zermatscht irgendwie. Okay, fortfahren. Download ist abgeschlossen. Wir dürfen nicht erwischt werden wahrscheinlich. Leider hier unten nichts. Decken wir uns mal ein bisschen. Irgendwie eine Taschenlampe dabei. Üble Ansicht, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Das hier abhauen können. Der läuft an uns vorbei hier. Man sieht hier wirklich nichts großartig. Das ist richtig, dass wir hier lang gehen. Aber ich glaube, das war schon ganz gut. Oder? Aber dass wir hier dann rauskommen.
so dunkel hier. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Den Typen irgendwie entfliehen, aber nicht wieder hier an meinem Ausgang, Ursprung. Wenn ich vor so einem Typen weglaufe. Warum sollte... oder besser gesagt, ich soll rausfinden, warum einer umgebracht wurde. Warum muss ich mich denn da irgendwie noch verstecken? Hier niedergeschlagen wurde, das war mir schon klar irgendwie. Dass da irgendwas passiert ist, aber. Abgefahrenes Game, ey. Überall Augen, ey, das sieht ja krass aus. Jetzt hier gelandet. Sitzt ja so ein riesen Hühnchen auf dem Tattoo-Shop. Okay. Spuk jetzt vorbei, oder? Abgefahren, erinnert mich wie so ein 90er-Jahre-Intro auf einem Amiga damals. It didn't have to be this way. Hier lang. 3615. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, Demo zu Ende, würde ich sagen. The year is 2084. I am what they fear, a corporate tool of oppression. If you don't remember, that's when they call me to access you. What? To gather evidence. To dredge up whatever's hiding in the darkest corners of your mind. Careful what you say. This is a monitor channel. Adam! You're still there? Adam! Yes. Well, what's left of me? Dad. I really thought I could pull it off, you know? I was so close.
making a difference. Setting us all free. Geiler Trailer, muss ich sagen. Now it's can't be for nothing. Fett gemacht. Once in your life, just listen to me. Whatever happens, I need you to remember. You're not in control. So, davon machen wir uns erstmal einen Bildschirmausdruck. Ja, auf jeden Fall. Add Observer System Radix to your wishlist. Ja, würde ich ruhig sagen, ne? Okay, aber ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Mal wieder eine Demo, die wir durchgezockt haben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hinterlasst man, aktiviert die Glocke. Gottes Willen, es ist einfach noch zu früh am Samstagmorgen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eins der nächsten Videos. Bis dahin.